Nach dem überraschenden Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League hat Real Madrid die Notbremse gezogen. Ex-Trainer Zinedine Zidane kehrt zurück und wird die Madrilenen ab sofort wieder trainieren. Er wird Nachfolger des glücklosen Santiago Solari und unterschreibt einen Vertrag bis 2022. Zidane hatte mit Real dreimal in Folge die Champions League gewonnen und war im vergangenen Sommer von seinem Amt zurückgetreten. Die Königlichen laufen derzeit den eigenen Ansprüchen weit hinterher. In der Primera División liegen sie ganze 12 Punkte hinter dem Erzrivalen FC Barcelona. Schon seit Wochen kursieren deshalb die Namen möglicher Nachfolger für den Trainerposten. Spekuliert wurde auch über eine Rückkehr des Portugiesen José Mourinho.